So, als nächster Gang machen wir dann das Geschnetzelte. Und zwar macht der Marco mal heute nicht das klassische Geschnetzelte mit Rahm und mit Soße, sondern mit einer Currysoße. Und den macht er jetzt frisch. Genau. Dann starten wir, würde ich sagen. Wir fangen natürlich wieder an zuerst mit dem Fleisch, oder? Da haben wir das Kalbsgeschnetzelte. Das tun wir zuerst einmal wieder salzen. Da müssen wir gleich schauen, dass wir schon eine heiße Pfanne haben. Das schön einmal durchmischen, dass wir überall ein Salz da haben. Und dann tun wir einfach schauen, dass wir eine große Pfanne benutzen und keine kleine, weil wir möchten sie ja im Endeffekt braten und nicht kochen. Wir tun immer darauf schauen, dass wir lieber machen wir es unter Zumutsfleisch, als dass wir einen Fleischhaufen drin haben und es am Schluss dann anfangen kochen. Wir möchten ja auch da bei dem Fleisch ein bisschen einen Geschmack drin haben und durch das Rösten kriegen wir da einfach ganz einen anderen Geschmack hin, als wenn wir es jetzt blöd gesagt noch kochen täten in der kalten Pfanne. Da tun wir schauen, dass wir die Pfanne schön heiß haben. Und dann können wir das Fleisch schon hinzugeben. Wie ihr seht, immer einfach nicht zu viel auf einmal rein tun. Dass wir da einfach wirklich schöne Restaromen reinkriegen. Das brötelt jetzt ganz voll anfassig hin, da müssen wir jetzt gerne nicht umeinander, groß umeinander schwenken. Einfach schön brötelt. Und wenn wir sagen, dass das Fleisch schon fertig kriegt, dann können wir es ruhig einmal kurz schwenken. Aber ihr werdet sehen, nicht zu viel. Haben wir den ersten Schwung fertig. Dann machen wir gleich mit dem nächsten weiter. Ein bisschen Fettstoff rein tun. Die Pfanne nehmen wir jetzt gleich anschließend her. Da haben wir ja da guten Geschmack vom Fleisch drin. Und fangen mit der Zwiebel an. Da tun wir die Zwiebel jetzt rein. Die tun wir jetzt wieder schön ein bisschen anschwitzen. Da müssen wir ein bisschen schauen, dass wir da einfach ein bisschen Fettstoff drin haben. Dann brechen sich das ein bisschen mehr. Da bei der Zwiebel, da müssen wir jetzt so gerne keine Farbe mehr haben und dann einfach schauen, wirklich auf niedriger Hitze, dass die schön glasig werden, einfach auch weich. Da brauchen wir gerne keine Farbe dazu. Wenn wir da den Schritt haben, so wie jetzt sind, dann wird dann jetzt immer ein bisschen Obst rein. Ich habe jetzt da schon Ananas geschnitten, Orange. Die tue ich gleich dazu. Ich tue das jetzt umfüllen in einen anderen Topf, aber ich habe einfach das in der Pfanne angesetzt mit der Zwiebel und mit dem Gemüse, dass ich einfach die Bratenrückstände vom Fleisch vorher da in der Soße habe, weil ich habe sie lieber in der Soße als nachher in der Abwasch. Dann können wir noch ein paar Röpfchen dazugeben, das gibt immer noch ein bisschen frischer. Da nehmen wir einfach, was wir da haben. Da beim Gemüse. Das haben wir eigentlich wirklich freie Hand. Das tun wir jetzt wieder ein bisschen anschwitzen. Bei so einer Sache können wir uns ruhig immer ein bisschen Zeit lassen. Pudeln müssen wir nicht. Gut, jetzt haben wir alles schön weich dünstet schon ein bisschen. Jetzt können wir das aufgüssen, jetzt da einfach ein bisschen Gemüse vor, den gebe ich dazu. Und lasse das schön vor sich hinköcheln. Das macht das ganz voll an, da müssen wir eigentlich gar nicht mehr dazu tun.
Und ich nehme jetzt einfach ganz normales Currypulver. Wir haben jetzt da handelsübliches, das ist nicht scharf. Ganz normales Curry Madras habe ich jetzt hier. Ihr könnt da gerne nehmen, was ihr möchtet. Wenn ihr es gerne scharf habt, könnt ihr ein scharfes Currypulver nehmen. Wie ihr seht, da können wir, da werden wir das nehmen. Ich tue jetzt einfach Banane immer erst am Schluss dazu. Man kann sie aber natürlich auch gleich dazu tun. Bananen haben wir jetzt natürlich auch immer gleich noch ein bisschen mehr Bindung drin. Und ja, das gibt ein bisschen das Exotische auch. Das ist einfach einmal ein bisschen was anderes, haben wir uns gedacht. So, das können wir jetzt vor sich hinköcheln. Da kann nichts passieren. Wenn das jetzt alles schön weich ist, dann gebe ich jetzt die Banane rein, das kann ich mit Stückchen. Und dann tun wir das Ganze mixen. Wir können das mit dem handelsüblichen Stabmixer machen. Wenn ihr einen Aufsatzmixer habt, dann nehmt bitte den, weil der einfach eine größere Drehzahl hat und das einfach eine schönere, sämigere Sauce gibt. Ich tue jetzt ein Schlückchen Rahm rein. Wenn ihr das aber natürlich gerne laktosefrei machen möchtet oder jetzt keinen Rahm nehmen möchtet, ihr könnt Mandelmilch nehmen, ihr könnt nehmen, was ihr sowieso nehmt, statt Milchprodukte. Nehmt ihr Mandelmilch, Sojamilch. Da, wie ihr seht, können wir tun, wie wir wollen. Ich tue die Milch wirklich erst zum Schluss rein. Das tue ich gerne immer lang köcheln lassen, weil dann haben wir immer Gefahr, dass es das ausflockt und das wollen wir einfach auch nicht. Dann tue ich das jetzt schnell mixen. So, wir haben die Soße jetzt gemixt. Jetzt tun wir die wieder zurück in unsere Pfanne, in unseren Topf. Dann das Ganze noch einmal aufköcheln. Und dann zum Schluss das vorher abbrötende Fleisch. Einfach noch einmal kurz mit in die Sauce. Einmal aufstoßen lassen. Und danach tun wir es entweder gleich anrichten und essen. Da tät sich jetzt natürlich ganz gut einen Reis dazu empfehlen, einen Basmati-Reis. Oder das ist jetzt natürlich auch ein Gericht, wo wir wirklich daheim super gut einmachen können, oder? In Gläser. Da haben wir einfach schauen, dass wir es in die Gläser heiß abfüllen. Gläser am besten frisch gespült, frisch durch den Geschirrspüler und danach mit heißem Wasser ausgespült. Den ist einfach auch gegeben, dass es länger hält, oder? Weil wir den einfach auf der sicheren Seite sind mit der Keime. Jetzt haben wir das einmal aufstoßen lassen und dann können wir das natürlich schon genießen. Und so schnell haben wir daheim einfach einmal was anderes gekocht. Ein Currysäuschen, das können wir natürlich auch jedes andere Fleisch dazu nehmen, wo wir von der Klostertaler Bauern da verkauft haben. Wir garnieren das jetzt noch ein bisschen aus, ein bisschen Grüß. Das ist einfach immer gleich was. Es schaut einfach gleich viel schöner aus. Verzog. So, ich wünsche euch ein gutes Gelingen.